Hi Leute, hier ist Dirk von Knife is Knife. Ja, ich muss hier nochmal aufstehen. Warte mal kurz. So, da bin ich wieder. Ja, heute möchte ich euch... Also ich habe jetzt eigentlich alle Alux-Modelle gezeigt, bis auf eins. Und das möchte ich jetzt noch nachholen. Und zwar ist das hier das Pioneer... oder Pharma, Alox, Pioneer Pharma ist das, ja, mit Säge, Coyote Braun von Swiss Bianco, ohne Tattoos hinten und auf der Klinge ist noch keine Beschriftung. Ja, und also mir gefällt das ja wirklich sehr gut, wenn diese Pioneer Alox Modelle ein rotes Schild haben. Ich weiß auch nicht, das sticht halt doch irgendwie doch anders heraus, als zum Beispiel jetzt mit dieser gleichen Farbe. Ist natürlich alles Geschmackssache, aber mir würde es gefallen, wenn mehr Alox-Modelle ein rotes Schild haben, weil ein Victorinox muss einfach ein rotes Schild haben. Gefällt mir einfach besser. Aber das ist Geschmackssache und das stelle ich euch jetzt mal schnell vor. Hier die kleine Dosenöffner und dieser kleine Schraubenschlitz. Schraubenschlitzdreher. Der Schraubenschlitzdreher. Mhm. Dann haben wir hier den großen Schraubenschlitz. Der große Schraubenschlitzdreher. Dann der schöne Flaschenöffner. Dann gibt es hier diese schöne Säge. Und die schöne Klinge und die schöne Bohr- und Stechale. Wirklich sehr scharf. Ja, das ist jetzt so das letzte Alux-Modell, was ich euch zeigen kann. Jetzt muss ich mal gucken. Also so viele Alux-Modelle werden jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr kommen, außer Punkt, Punkt, Punkt. Ich denke, Pharma werde ich jetzt nicht mehr sammeln. Weil Pharma habe ich genug. Was ich jetzt natürlich wieder brauche, sind diese Pioneer X-Modelle mit der Schere. Da habe ich erst eins, und zwar das schwarze von den Victorinox-Freunden. Und hier hätte ich natürlich jetzt dann gerne noch ein, ja, zum Beispiel ein oranges Pioneer X, dann ein rotes hätte ich gerne, weil ein rotes braucht man einfach. Ein rotes Alux-Modell ist Pflicht, finde ich. Ja, weil Schweizer Messer sind eigentlich rot, fertig. Also braucht man auch ein rotes Alux-Modell. Ja, das wollte ich euch mal zeigen. Also das ist jetzt so das letzte in meiner Sammlung, was ich euch zeigen kann. Jo, jetzt schauen wir mal, wann das nächste kommt. Ich wollte euch hier nochmal das Lanyard zeigen. Man hatte mir ja nahegelegt, hier dieses BVB dran zu fummeln. Und das habe ich jetzt auch getan. Gefällt mir auch ganz gut, auch mit dem Totenkopf. Und sagt man überhaupt Totenkopf? Ich glaube, man sagt immer alle Skulls. Aber Skull heißt doch Totenkopf. Ja, Domenico, ich hoffe, du bist jetzt nicht böse, dass ich da das BVB noch dran gefummelt habe. Aber so gefällt es mir einfach doch. Ja, mir gefällt es einfach super. Das wollte ich euch auch nur noch mal zeigen. Grüße an den Sandro. Ja, ich zeige euch noch was. Moment, wir sind ja erst bei 4 Minuten. Einige haben ja gefragt wegen dem Kupferkleimbar, ob das schon angelaufen ist. Und ja, es ist schon angelaufen und zwar ziemlich dunkel. Hier sieht man noch so eine, ich glaube im Licht sieht man das gar nicht. Ich kann das ja mal. Also wenn Licht drauf scheint, man sieht vielleicht doch die dunklen Stellen. Hier ist also auf jeden Fall noch eine hellere Stelle. Und unten ist es komplett dunkel. Also da ist gar keine helle Stelle mehr, außer hier ist noch eine helle Stelle.
Dunkel. Ja, mit dem Licht ist blöd, also deswegen kommt das nicht so rüber. Das wollte ich euch auch noch mal zeigen. Es dunkelt weiter nach. Ja, ein schönes Pioneer Pharma-Alox. Gefällt mir richtig gut, das mit dem roten Kreuz. Das wird mich auch nie mehr verlassen, weil es das wahrscheinlich auch so nie mehr gibt. Und deswegen ein schönes Knife in meiner Sammlung. Okay, Leute, ich wünsche euch einen schönen Nachmittag oder Tag. Ja, Nachmittag. In diesem Sinne, danke fürs Reinschauen. Danke fürs Reinschauen und bis demnächst. Tschüss.